Die Wärmewende ist eine komplizierte Sache. Wärme lässt sich nämlich nicht so leicht transportieren wie Strom. Das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung legt fest, dass Kommunen einen Fahrplan festlegen müssen, in dem sie beschreiben, wie sie in Zukunft heizen wollen. Die 104 größten Städte in Baden-Württemberg, die müssen diese Strategie schon in diesem Jahr vorlegen. Aber auch für kleinere Gemeinden ist es wichtig, sich schon heute Gedanken über die Zukunft zu machen. Zwei davon haben wir uns mal genauer angeschaut. Breitenholz und Aldingen, die packen die Wärmewende nämlich jetzt schon an und setzen dabei auf Wärmenetze. Breitenholz setzt mit seinen 750 Einwohnern auf eine Mischung aus Photovoltaik und Holzhackschnitzeln. Sicherheit für diese Lösung aus 100% Erneuerbaren bietet der extrem große Pufferspeicher mit einer Kapazität von 1000 Kubikmetern Wasser. Und bei uns steht jetzt Professor Dr. Harald Thorwart. Hier im Rahmen des Projekts entstehen ungefähr 65% der Energie aus Holz. Jetzt gibt es ja auch ein paar Leute, die sagen, ja, vielleicht sollte man gar nicht so viel Holz verbrennen. Was entgegnen Sie da als Forscher? Wichtig ist Holz. Was nachwächst, ist endlich. Das heißt, wir können nicht die komplette Energiewende, die komplette Wärmewende mit Holz machen, sondern wir müssen immer gucken, dass wir möglichst Kombinationen haben. Wald hat zwei Funktionen. Die eine Funktion ist die des Kohlenstoffspeichers und die andere ist die des CO2-Filters. Und wenn wir Wald nicht nutzen, dann kommt der Wald an eine Kohlenstoffspeichergrenze. Also das heißt, wir müssen nachhaltig Kohlenstoff in Form von Holz aus dem Wald rausholen. Also immer so viel, wie zur gleichen Zeit nachwächst. Und dann haben wir verschiedene positive Effekte. Nämlich, wir schaffen Platz für neues CO2. Der Wald kann weiter als CO2-Filter fungieren. Das heißt, um jetzt die Filterfunktion zu erhalten, wäre es gar nicht sinnvoll, wenn man die Wälder einfach stehen lassen würde und sie selbst überlassen würde. Irgendwann wachsen die Bäume nicht mehr und dann geht es nicht weiter. Genau. Wichtig ist dem in dem Fall dann wahrscheinlich das Stichwort Nachhaltigkeit, das Sie angesprochen hatten, dass man nicht mehr Wald dann abrodet als nachwächst. Und zweiter Kritikpunkt, Sie haben das auch eben ja kurz in Ihrem Vortrag angesprochen. Wir kommen aus Stuttgart angereist heute. Da ist Feinstaub immer mal wieder so ein Problem gewesen, gerade vor ein paar Jahren. Wie sieht das aus, wenn hier das Holz verbrannt wird und dann ja auch wahrscheinlich irgendwelche Schadstoffe in die Luft geleitet werden im Vergleich vielleicht zu anderen Heizungsmethoden? Wenn Sie etwas verbrennen, werden Schadstoffe frei. Aber im Vergleich zu Ihrem Lagerfeuer ist Regelung, die Kontrolle der Verbrennung in einer Anlage, wie wir sie hier haben, wo der Brennstoff sehr homogen ist, wo der Brennstoff kontrolliert zugeführt wird, wo die Verbrennungsluft kontrolliert zugeführt wird, wo die Feuerung entsprechend geführt wird. Die bei der Verbrennung entstehenden Schadstoffe sind schon sehr gering. Und dann haben wir hier zusätzlich auch noch Filtereinrichtungen, sodass die Emissionen, die am Ende am Kamin ankommen, auf ein extremes Minimum reduziert wird. Super. Vielen Dank, Herr Thorwart. Sehr gerne. Und bei uns steht jetzt Günther Germerdinger von der Bürgerenergiegenossenschaft Tübingen. Herr Germerdinger, wenn wir uns jetzt mal langfristig so die Verteilung anschauen oder wo die Wärme herkommt, dann haben wir 65%, glaube ich, aus der Hackschnitzel-Verbrennungsanlage und ungefähr 35% Solar. Solar, genau. Die Hackschnitzelanlage läuft schon. Und, die Solarwärme, das Ganze ist noch im Aufbau. Eine Besonderheit, die es hier gibt, ist, dass sie hier im Gegensatz zu auch anderen Bioenergiedörfern, die teilweise, das habe ich heute gelernt, so 1-2% noch auf fossile Energien setzen, das hier gar nicht tun. Also kein Öl, kein Gas. Dafür steht auf der anderen Seite ein ganz großer Pufferspeicher. Ja. Warum genau die Entscheidung dafür? Wir wollten einfach bei 100% sein. Und ich bin halt persönlich kein Öl, kein Gas, ein Fan davon. Und ja, also die 100% erneuerbare Energie, die wollten wir und die mussten einfach oben stehen. Und auch, dass man in einer Technik bleibt, weil durch die Redundanz, vielleicht ist 1, 2 oder 5%, brauche ich ja nochmal ein anderes Techniksystem. Ich brauche einen Behälter vielleicht für das Gas oder für das Öl. Ich brauche einen Ölbrenner. Und so bin ich in einer Technik, habe diese drei Kessel, wenn einer ausfällt oder zwei ausfallen, habe ich immer nur einen in Reserve. Kann mit Teillast fahren, kann mit Volllast fahren. Also das war, ist ein bisschen teurere Lösung, aber auf jeden Fall die nachhaltige und eben
bringt eben die 100%. Ja. Und ich finde auch, wenn man im Ort dann mit so einem Konzept kommt oder mit so einem Projekt kommt, ja, und das Konzept stimmt, und das muss für mich ja erstmal stimmen, dass ich es überzeugend auch rüberbringen kann, ja, und dann kann ich auch die Leute begeistern und kann sagen, okay, das ist eine tolle Sache. Dann vielen Dank fürs Gespräch, Herr Germerdinger. Ja, danke auch. Danke. Ein Blick nach Aldingen zeigt ein Wärmenetz, das auf mehrere verteilte Quellen setzt. Neben Biomethan und Holzhackschnitzeln kommen hier ebenfalls Photovoltaik und Wärmepumpen zum Einsatz. So soll die 7500 Einwohnergemeinde immer weiter mit nachhaltiger Energie versorgt werden. Und bei mir ist jetzt Armin Benzing von der Celsius GmbH, die Wärmenetze hier praktisch umsetzt. Wir waren heute Morgen ja schon mal unterwegs und haben uns da Breitenholz angeschaut. Das ist natürlich ein deutlich kleineres Dorf, eine kleinere Gemeinde. Da hat man eine Hackschnitzelverbrennungsanlage, ein bisschen Solarenergie noch. Hier gibt es ja deutlich mehr Kilometer, deutlich mehr Haushalte, auch verschiedene Wärmequellen. Können Sie ein bisschen erzählen, was die Herausforderungen sind, die damit einhergehen? Ja. Wir haben hier begonnen, zunächst auch natürlich mit einem kleinen Nahwärmenetz und hatten ein Blockheizkraftwerk als erste Wärmeerzeugung, dann natürlich regional die Holzhackschnitzelerzeugung und dann ganz profan einen Spitzenlastkessel mit Erdgas. Und von dort an hatten wir im ersten Bauabschnitt eine Netzlänge von ungefähr 3,5 Kilometer und hatten zwei große Industriebetriebe, die wir an die Beheizung angeschlossen hatten. Und daraufhin ist dann das Nahwärmenetz weiter gewachsen. Und wir mussten dann natürlich zusätzliche Wärmeerzeuger mit installieren, damit wir die Wärmeleistung wieder bereitstellen können. Haben jetzt heute nach ca. 10, 11 Betriebsjahren ca. 340 Wärmeabnehmer, noch 100 weitere Gebäude, die schon bereits angeschlossen sind. Und haben jetzt die Heizzentrale erweitert mit einem zweiten Blockheizkraftwerk, einem zweiten Holzhackschnitzelkessel und nochmal einen größeren Spitzenlastkessel. Und zusätzlich haben wir jetzt extern noch weitere Wärmeerzeuger bei Firmen und Betrieben, die dann auch noch mit in das Nahwärmenetz einspeisen. Dann sind wir gespannt, was die Zukunft bringt. Vielen Dank, Herr Benzing. Gerne. Danke. Und bei mir ist jetzt Jörg Dürpucher von der Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg. Können Sie uns ganz kurz mal sagen, was macht die Plattform? Die Plattform ist die Dachorganisation aller erneuerbaren Energien in Baden-Württemberg für Strom, für Wärme, für Mobilität. Und wir versuchen, die ganze Bandbreite der Energiewende abzudecken. Wir haben uns heute ja zwei Gemeinden angeschaut, die das Thema Energiewende schon sehr aktiv anpacken. Wo haben denn das Breitenholz und Aldingen konkret Vorbildfunktionen? Was können vielleicht andere Gemeinden, Städte von denen lernen? Also die Begeisterung, mit der dort die Wärmewende leitungsgebunden vorangetrieben worden ist und von Beginn an mit erneuerbaren Energien, hier in Aldingen im Mix mit Biomethan, mit Erdgas am Beginn des Weges, aber in Breitenholz von Beginn an mit Holz und Solarwärme, das ist einfach super, das ist innovativ. Und in Breitenholz gefällt mir besonders, dass dort auch die Bürgerinnen und Bürger von Beginn an aktiv waren. Dort sind es wirklich die einzelnen Menschen, die sich zusammenschließen und sagen, wir machen die Energiewende in Breitenholz. Wenn wir jetzt über die Learnings oder die Lerneffekte aus den Projekten sprechen, dann geht es auch immer darum, was kann vielleicht der Gesetzgeber oder was kann man für die Regulierung da lernen? Was ist da Ihrer Meinung nach das Wichtigste? Ich glaube, der zentrale Punkt ist, dass das Land und der Bund die finanzielle Unterstützung der Menschen, die solche Projekte anschubsen, auf den Weg bringen. Und das heißt nicht nur Geld für das Projekt, sondern für die Projektentwicklung. Gerade im ländlichen Raum müssen mehrere Kommunen, mehrere Bürgerenergiegesellschaften, mehrere Unternehmen zusammenarbeiten in einer Art und Weise, wie man es sonst vielleicht ausschließlich von der Kläranlage kennt. Mhm. Zweckverbände, 7 Kommunen tun sich zusammen zu einer Kläranlage. Mhm. Und so ähnlich ist es bei den Wärmenetzen auch. Zwar abgesehen vom Geld, was sind denn noch Herausforderungen, die man jetzt irgendwie dringend angreifen müsste in den nächsten Jahren, wenn es um das Thema Energie-Wärmewende geht? Wir brauchen den Aufbau einer eigenen Branche.
Wir brauchen viel mehr Planungsbüros, wir brauchen viel mehr Unternehmen, die Wärmenetze und Heizhäuser planen, bauen und umsetzen können. Wir brauchen Handwerker, die sagen, die Ölheizung hat die beste Zeit hinter sich. Wir gehen jetzt auch in diese Wärmenetze hinein, da liegt unsere Zukunft. Da haben wir die richtige Ausbildung, um das in kürzester Frist wuppen zu können, machen zu können. Und dann reicht es eben nicht aus, wenn nur die Umweltministerin sagt, Wärmewende ist toll, sondern brauchen wir Wirtschaftsminister, Forschungsminister, Ministerpräsident. Und ich glaube, die Richtung braucht eine komplette Landespolitik bis zu den einzelnen Abgeordneten, die sagen, das ist der richtige Weg und wir pushen das, wir bringen das voran und wir lassen nicht mehr zu, dass Erdgasnetze oder andere Akteure die Wärmewende verhindern können. Wir merken das ja an Aldingen und an Breitenholz. Das sind ganz normale Ortschaften. Wenn die Menschen dort wollen, dass es passiert, dann passiert es. Wenn die politische Elite in Baden-Württemberg möchte, dass die Wärmewende funktioniert, dass wir Fernwärme- und Nahwärmenetze bauen, dann klappt es, dann funktioniert es. Allein, da fehlt es noch ein bisschen am Schwung. Mhm. Welche Rolle werden Wärmenetze konkret spielen bei der Energiewende? Ist es das so, der zentrale Baustein Ihrer Meinung nach? Also aus meiner Sicht ist es der Königsweg. Und da bleibt trotzdem ganz, ganz viel übrig für regenerative Einzelheizungen. Oft sind Gebäude zu weit auseinander. Oft gibt es keine Leitung, die man in dem Ort verlegen kann. Und deswegen darf das kein Gegeneinander sein, sondern überall dort, wo es möglich und sinnvoll ist, bauen wir Wärmenetze. Und den ganzen übrigen Rest, 40, 50 oder 60%, werden regenerative Einzelheizungen sein. Also für Pelletsheizungen, für Wärmepumpen, für Scheitholzheizungen gibt es so viel zu tun. Wir brauchen gar nicht gegeneinander arbeiten. Sie sehen jeden Tag, kann ich mir vorstellen, einerseits erfolgreiche Projekte und dann gibt es aber bestimmt auch immer mal wieder Rückschläge oder man hat das Gefühl, man redet gegen eine Wand an und irgendwie tut sich nichts. Wie ist da Ihre Stimmung momentan? Sind Sie eher positiv gestimmt, dass wir das Ganze schaffen mit der Wärmeenergiewende? Oder haben Sie schon noch manchmal so Tage, wo der Frust überwiegt? Ich glaube da auch dran, sonst wäre ich weder Vorsitzender der Plattform noch über 30 Jahre Mitglied in der CDU, weil ich glaube, es ist der günstigere Weg, ökonomisch. Es ist ökologisch völlig ohne Alternative. Mhm. Es bringt sozial etwas. Jeder dieser Anschließer, der in Aldingen hier 440 Haushalte diese günstige regenerative Wärme hat, der spart was. Da sind auch reiche und mittelreiche Haushalte dabei, aber sind eben auch ärmere dabei. Und deswegen ist das der Weg zur Nachhaltigkeit und deswegen bin ich optimistisch. Und nach jeder Niederlage in irgendeinem Gemeinderat fahre ich zu einem Projekt, schaue mir das Projekt an und sage, doch, wir können es, es klappt, im Regelfall gewinnen wir. Dann hoffen wir, dass in Zukunft noch deutlich mehr erfolgreiche Projekte dabei rumkommen. Ich hoffe es auch. Und ich sage danke. Vielen Dank. Dankeschön.